in einem afrikanischen Dorf lebte auch ein Dorfältester, der Häuptling dieses Dorfes. Er war ein sehr weiser, ein sehr kluger und verständiger Mann. Und das wusste er auch selbst. Er war sehr überzeugt von sich selbst und war sich sicher, weil er der Dorfälteste war, dass er auch der schönste Mann dieses Dorfes war. Nur sein Problem war, er hat noch nie einen Spiegel gesehen. Er wusste zwar, dass es so etwas gibt, dass man in so einem Spiegel sich selbst sehen kann, aber er hat in seinem Leben noch nie davon Gebrauch gemacht. Deswegen lebt er in dieser Überzeugung, ich bin der schönste Mann dieses Dorfes. Eines Tages kam ein Kaufmann, ein weißer Kaufmann in dieses Dorf. Und dieser Mann, dieser Häuptling hat auch diesen Wunsch gehabt, ich möchte einfach mal die Bestätigung haben, dass ich wirklich der schönste Mann oder ein sehr schöner Mann bin. Er hatte zwar kein Geld, aber er tauschte etwas anderes gegen einen Spiegel ein. Und jetzt war er ganz gespannt. Er ging in einen ganz einsamen Ort, damit er dort alleine einmal sehen kann, wie er selbst aussieht. Er schaut in den Spiegel und er ist ganz entsetzt. Er ist erzürnt über diesen Spiegel und zerschlägt ihn, weil er überzeugt ist, dass dieser Spiegel ihn betrogen hat. Er wollte doch sich selbst sehen. Und was zeigt dieser Spiegel ihm? Einen schwarzen, hässlichen Mann. Und er hat ihn betrogen, diesen Mann, hat er gemeint. Wir würden sagen, was für ein dummer Mann oder ein naiver Mensch. Er hat sich doch selbst gesehen und keinen anderen Mann. Aber er wollte es nicht wahrhaben. Aber ich denke, dass auch wir als Menschen oder auch als Christen oft diesem Mann ähneln. Und warum, das werden wir später noch sehen. In der Bibel lesen wir auch viermal von einem Spiegel. Kommt auch das Wort Spiegel vor, zweimal im Alten Testament und zweimal im Neuen Testament. Und im Jakobusbrief lesen wir auch von einem Spiegel, der aber als ein Bild für etwas anderes gebraucht wird. Können die Kinder vielleicht helfen? Wofür der Spiegel dort gebraucht wird? Was wird mit einem Spiegel verglichen im Jakobusbrief? Das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel ist auch ein Spiegel, der uns selbst zeigt. Nicht unser Äußeres, aber unseren inneren Menschen, wie wir beschaffen sind, wie wir aussehen. Und dieser Spiegel, das Wort Gottes, der ist nicht bestechlich. Er ist offen, er ist ehrlich und oft auch schonungslos. Zeigt uns schonungslos, wie wir aussehen, wie unser innerer Mensch aussieht. Jetzt stellt sich die Frage, wie reagieren wir auf diesen Spiegel und auf das, was er uns zeigt. Ich möchte vier verschiedene Reaktionen uns zeigen und uns einfach bitten, dass wir nachdenken und uns selber prüfen, zu welchem Sorte Mensch gehöre ich. Wie reagiere ich auf das Wort Gottes und auf das, was es mir zeigt in meinem Leben. Menschen, die zum Beispiel sehr lange ohne Gott gelebt haben, also viel Schuld auf sich geladen haben, viele Sünden begangen haben, und wenn sie dann unter das Wort Gottes kommen, in diesen Spiegel hineinschauen, da sind sie entsetzt, weil sie auf einmal merken, dass Dinge in ihrem Herzen sind, die sie für nicht möglich gehalten haben. Sie sind entsetzt und traurig darüber, dass sie zu so viel Bösem fähig waren, dass sie so eine große Schuld auf sich geladen haben. Und sie werden sehr traurig. Viele weinen dann über ihren eigenen Zustand. Und das Wort Gottes sagt, dass diese Traurigkeit, die dann empfunden wird, eine gute Traurigkeit ist, dass sie gut ist. In 2. Korinther 7, Vers 10 lesen wir, denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Wenn wir also traurig werden über das, was wir in diesem Spiegel Gottes sehen, im Wort Gottes sehen, dann ist es erstmal gut. Schlecht ist es aber, wenn solche Menschen, die traurig werden, traurig bleiben. Und das ist das Ziel des Satans. Wenn wir schon angesprochen werden von dem Wort Gottes, dann sollen wir unsere Schuld so groß sehen, zu groß, als dass sie vergeben werden könnte.
Und dann, gerade bei diesen Menschen, die vielleicht viel Sünde angehäuft haben, da möchte der Satan diesen Menschen klar machen, du hast so viel gesündigt. Gott kann diese Menge an Sünde nicht vergeben. Für dich ist die Gnade nicht ausreichend. Und ich möchte solchen Menschen, wenn sie in unserer Mitte sind, einen Vers zurufen aus Jesaja 1, Vers 18. Ein sehr bekannter Vers, Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Also Sünde kann nicht zu rot sein. Sie kann nicht zu groß, nicht zu schwerwiegend sein, als dass Gott sie nicht vergeben kann. Gott wird immer vergeben. Deswegen sollte die Traurigkeit weichen irgendwann. Und Freude sollte kommen über die Vergebung, über die Gnade, die Gott uns anbietet. Und noch einen Vers, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, aus Jesaja 43, Vers 25. Dort heißt es, da sagt Gott durch den Propheten Jesaja, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Dieser Vers sagt, dass es nicht unser Verdienst ist, dass es diese Gnade gibt, sondern Gott hat entschieden, dass die Sünde vergeben werden kann durch seinen Sohn. Dass das Blut seines Sohnes das Heilmittel ist für die Sünde als solche. Nicht für eine bestimmte Größe oder Menge, sondern für die Sünde als solche ist das Blut seines Sohnes das Heilmittel. Gott hat es entschieden. Und deswegen ist es egal, wie viel Sünde wir getan haben. Die Gnade ist ausreichend. Dieses Heilmittel ist nicht auszuschöpfen von seiner Wirkung her. Es wird jede Sünde reinigen, es wird jede Sünde wegnehmen. Wir müssen nur daran glauben. Die zweite Möglichkeit, auf das Wort Gottes zu reagieren, oder ja mit dem, was wir dort in dem Spiegel Gottes sehen, ist, dass wir so handeln wie dieser Häuptling, dieses Stammesoberhaupt. Natürlich zerschlagen wir die Bibel nicht, wir zerreißen sie nicht, wir verbrennen sie nicht oder ja, werfen sie einfach vielleicht in die Mülltonne. Das tun wir nicht. Aber wenn wir als Kinder Gottes, als Christen das Wort Gottes meiden, verhalten wir uns ganz ähnlich. Und ich denke, das tut man immer dann, wenn man merkt, dass das Wort Gottes immer wieder bei jeder Gelegenheit, ob in der stillen Zeit oder auch im Gottesdienst, zeigt, dass ich noch sehr, sehr viel zu ändern habe. Und das ist unangenehm. Das ist jedem unangenehm. Wenn ich merke, ich habe Fehler, vielleicht werde ich auch ermahnt durch Geschwister und es ist mir unangenehm, immer wieder meine Flecken zu sehen in diesem Spiegel Gottes. Oder vielleicht ist das sogar so, dass dieser Spiegel Gottes mir zeigt, dass ich Rückschritte im Glauben gemacht habe. Dass ich nicht weiser oder verständiger werde, sondern dass ich Rückschritte mache. Dass ich vielleicht Eigenschaften, Verhaltensweisen, die ich erworben habe durch Gottes Gnade, wieder aufgegeben habe und anders werde und weiter mich von Gott entferne. Und wenn ich das nicht mehr sehen will, wenn ich das nicht mehr hören will, dann meide ich das Wort Gottes und ich werde es auf ein Minimum reduzieren. Wir sagen, stille Zeit brauche ich nicht mehr, im Gottesdienst, okay, kann ich mich vielleicht nicht gegen wehren. Ich bin ja Christ, ich muss ja zum Gottesdienst. Aber wir meiden das Wort Gottes, weil wir es als störend empfinden, von ihm ermahnt zu werden. Und wir sollten, statt das Wort Gottes zu meiden, es wieder auf neu beginnen, es zu lieben, unter das Kreuz zu kommen, Buße zu tun über unseren Zustand, dass wir die erste Liebe verlassen, verloren haben und dort am Kreuz wieder Vergebung und wieder neue Freude und Frieden bekommen. Die dritte Möglichkeit, auf das Wort Gottes zu reagieren, davon lesen wir im Jakobusbrief, was ich schon angedeutet habe, Jakobus 1. Die Verse 22 bis 24, Jakobus 1, 22 bis 24. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt, wenn wir nur hören und nicht tun. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war.
Und ich denke, dass das die häufigste Art ist, auf den Spiegel Gottes zu reagieren. Eben darum, weil ich auch selber festgestellt habe, dass in meinem Leben das oft so ist, dass man im Gottesdienst gewesen ist, man hat vieles Gutes gehört. Der Heilige Geist hat es vielleicht sogar geschafft, in unserem Herzen einen Entschluss zu bewegen oder ja, zu fördern, dass wir sagen, genau das will ich jetzt ändern in der nächsten Woche, da will ich heiliger werden. Und bei der Ausgangstür haben wir davon schon wieder vergessen, von diesem Entschluss. Und ich musste mir eingestehen, dass ich einfach nicht entschlossen genug bin. Ich bin einfach, ja, es ist mir scheinbar nicht wichtig genug, wirklich Dinge in meinem Leben zu ändern. Ja, wir werden gleichgültig, auch zu dieser Sache. Und das kann geistig gesehen tödlich sein. Denn auch wir kennen den Vers aus Hebräer 12, Vers 14, wo gesagt wird, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Also wenn wir es nicht schaffen, diesen Entschluss aus dem Gottesdienst in unser Leben hineinzubringen und uns wirklich zu ändern, Tag für Tag, dann werden wir Rückschritte machen im Glauben. Dann werden wir nicht in der Heiligung wachsen, sondern werden Rückschritte machen. Und wie das Wort hier sagt, werden wir Gott dann nicht sehen können. Und deswegen sollten wir nicht nur im Gottesdienst Entschlüsse fassen, sondern wir sollten mit ganzem Willen, mit ganzer ja, Leidenschaft und Kraft aus unserem ganzen Herzen dieses auch in die Tat umsetzen wollen. Und die vierte Möglichkeit, wie wir auf das Wort Gottes reagieren können, das hat uns der Psalmist und König David vorgelebt. Und zwar sagt er das im Psalm 139, die Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das ist die richtige Einstellung zum Wort Gottes. Wenn wir Gott bitten, prüfe mich heute durch dein Wort, schonungslos, offen, nichts verschönern, sondern alles so zeigen, wie es wirklich ist, und Gott wird es tun. Er wird uns zeigen, wie unser Herz gestaltet ist, wie wir uns vielleicht auch verändert haben zum Negativen hin. Und Gott wird uns Kraft geben, Entschlüsse zu fassen und diese auch in die Tat umzusetzen. Jetzt stellt sich die Frage, wie reagiere ich auf das Wort Gottes, auf diesen Spiegel Gottes? Bin ich vielleicht verzweifelt, weil ich zu viel Sünde sehe? Bin ich vielleicht wütend, weil ich zu viel Sünde sehe? Oder bin ich gleichgültig? Weil ich sage, ich bin vielleicht doch gar nicht so schlecht, ich bin in der Gemeinde, ich bin ein Christ. Gut, ich müsste mich vielleicht mal ändern irgendwann, aber eben auch irgendwann und nicht sofort. Oder lieben wir das Wort Gottes? Möchten wir uns jeden Tag aufs Neue ändern? Möchten wir, dass Gott uns zeigt, wie wir noch ihm ähnlicher werden können, wie wir in sein Bild gestaltet werden können? Und ich möchte mit einer Verheißung schließen aus dem ersten Psalm, den wir auch alle ziemlich gut kennen, denke ich, die Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen. Und jetzt das Wichtige, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum. Und man möchte ergänzen, nur der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist das Ziel, das ist das, wonach wir streben sollten, so ein Mann, so eine Frau zu werden, die das Gesetz Gottes liebt. Und wir werden sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und lass uns auch heute das Wort Gottes hören, gemeinsam hören, dass wir in diesen Spiegel ganz bewusst gucken, nicht uns wegdrehen, sondern hinhören, uns prüfen lassen und dann hingehen und Frucht bringen. Amen. Lass uns zusammen beten.